BfArM. Bitte, Herr Lauterbach. Ja, vielen Dank. Wir haben eine sehr wichtige Runde heute gehabt, eine Veranstaltung, die genau zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat. Zunächst einmal Long-Covid ist nichts, was von der Pandemie übrig geblieben wäre, jetzt abgearbeitet werden muss und dann weg ist, sondern in der Tat diejenigen, die an Long-Covid erkrankt sind. Für sie haben wir nach wie vor keine Heilung. Für diejenigen, die nach einem Jahr noch schwere Symptome haben, es sind viele, ist auch die Prognose einer spontanen Heilung gering. Somit haben wir viele Schwererkranke. ME/CFS ist die am meisten gefürchtete Ausprägung, aber es gibt sehr viele schwere Erkrankungen, die zu Invalidität bei jungen Frauen führen. Frauen sind gerade in jüngeren Jahren stärker betroffen. Wir haben über die wissenschaftlichen Hintergründe, darüber haben wir uns ausgetauscht, haben wir darüber geredet und auch Erkenntnisse gewonnen. Wir haben auch die Erkenntnis zum Beispiel gewonnen, dass diejenigen, die schon Long-Covid gehabt haben oder es vielleicht noch haben, wenn sie sich wieder infizieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es Long-Covid sich verschlimmert oder also zumindest noch länger wirkt, dass diese Wahrscheinlichkeit also steigt. Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen, denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, trotz Impfung. Und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Die Zeit für diese Veranstaltung war heute gut, weil wir haben in den letzten Monaten sehr viele Erkenntnisse gewonnen, wie Long-Covid eigentlich funktioniert. Es ist eine Erkrankung, eine organische Erkrankung. Es ist also keine Erkrankung der Psyche im Sinne, dass das organisch alles in Ordnung wäre und man hatte eine psychische Erkrankung, sondern es ist eine organische Erkrankung, wo wir die Grundlagen auch immer besser verstehen. Über diese Grundlagen haben wir heute sehr einvernehmlich diskutiert, auch mit der Beteiligung internationaler Expertinnen und Experten. Ich bin sehr dankbar, dass für die Arbeit, die wir hier im BMG bei dieser Sachlage machen, dass uns dort die ständige Unterstützung des Teams von Frau Scheibenbogen immer zur Seite steht. Auch vielen Dank, dass Sie heute so viel Zeit mit uns verbracht haben und so wichtige Anregungen gegeben haben. Was macht das BMG? Was ist unsere Aufgabe? Was wollen wir erreichen? Hier ist zunächst einmal, wir werden weiter informieren über Long-Covid. Das machen wir auf unserer Website und im Rahmen auch unserer Hotline. Wir werden evidenzbasiert informieren. Was ist der jetzige Stand der Wissenschaft? Was wissen wir über Virus, also Partikel, die noch im Körper eines Long-Covid-Patienten sind? Was wissen wir über T-Zell-Aktivierung? Was wissen wir über die Medikamente? Wir werden also diese Informationen weitergeben. Zum Zweiten, wir werden also auf der Ebene G7 und G20 weiter dafür arbeiten, dass Long-Covid ein Forschungsthema ist. Das habe ich mir zum wichtigen Thema meiner eigenen G7-Präsidentschaft als Gesundheitsminister gemacht. Das haben wir damals in das Abschlussdokument bekommen. Das ist jetzt auch bei G20 auf unsere Initiative noch aufgenommen worden. Somit, wir werden dafür sorgen, dass international mehr Geld für Forschung für Long-Covid zur Verfügung steht. Wir werden aber auch in Deutschland mehr Forschungsgelder benötigen. Wir haben derzeit nur 40 Millionen zur Verfügung, 20 Millionen aus meinem Haushalt und 20 Millionen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ich werde versuchen, in den Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen, weitere 60 Millionen zu gewinnen, sodass wir das ursprüngliche Ziel 100 Millionen für Long-Covid-Forschung doch noch erreichen. Deutschland braucht 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung. Das ist ein Minimum dessen, was wir benötigen. Wir haben fantastische Grundlagenwissenschaftler in Deutschland. Frau Scheibenbogen, Ihr Team, Herr Schiefer, Frau Bernhard, wir haben also, Frau Behrens, wir haben sehr gute Grundlagenwissenschaftler. Es fehlt aber an Geld für die Versorgungsforschung. Und diese 100 Millionen Euro, die würden hier ein Segen sein, der weit über Deutschland hinausgeht, weil von dieser Forschung würden auch international viele Betroffene profitieren. Schließlich der nächste Punkt, wir machen ein Medizinforschungsgesetz. Dieses Medizinforschungsgesetz wird es erlauben, dass Universitäten sehr viel schneller eigene klinische Studien durchführen. Wir haben im Moment bei Long-Covid sehr viele Hypothesen, was wirken könnte. Wir haben aber keine Studien, die jetzt beweisen, ob es wirkt oder
also die also Hypothese verwerfen. Es gibt einfach vieles, was derzeit untersucht werden könnte im Rahmen von kontrollierten klinischen Studien, randomisiert, kontrolliert oder nicht randomisiert. Und dafür werden wir im Medizinforschungsgesetz, was wir in wenigen Wochen vorstellen werden, die Voraussetzungen setzen, insbesondere auch das sogenannte NUM-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk der Universitätskliniken, die dort zusammenarbeiten auf einer Plattform, wo klinische Studien dann besonders schnell entwickelt werden können. Und wir wollen dann auch erreichen, dass sie schnell beginnen können. Und letzter Punkt. Ich habe Herrn Bruch vom BfArM gebeten, eine Kommission zu gründen für den Off-Label-Use für Long-Covid. Wir haben sehr viele Medikamente, wo wir jetzt wissen, dass sie für Long-Covid-Betroffene wirken. Sie werden aber in Deutschland nicht eingesetzt, weil sie dafür keinen Off-Label-Use-Charakter derzeit haben. Das muss sich ändern. In Schweden wird sehr viel besser Long-Covid schon behandelt, weil diese Medikamente dort eingesetzt werden können. Wir wissen durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten, was wirken kann bei demjenigen, der optimal als Patient geeignet ist. Aber die Medikamente haben keine Zulassung und eine solche Zulassungsliste wird das BfArM in meinem Auftrag herausarbeiten, sodass wir auch in Deutschland einfach viel mehr Medikamente, viel mehr Therapien dann einsetzen können für diejenigen, die erkrankt sind. Das ist der erste Gipfel, der erste Rundetisch dieser Art gewesen. Wir werden das auswerten und werden dann eine Folgeveranstaltung organisieren, wo wir dann weitergehen. Wie gesagt, im Moment sieht man immer klarer, wie Long-Covid funktioniert. Wir haben aber noch nicht die Therapien. Das ist auch der Sachstand einer ähnlichen Veranstaltung gewesen in den Vereinigten Staaten, in Santa Fe. Da kam man zu ähnlichen Ergebnissen. Mich hat es heute ein Stück weit beeindruckt, dass wir nach 3 Stunden Diskussion im Wesentlichen dann hier in Deutschland einen ähnlichen Erkenntnisstand, wenn auch nicht alles positiv ist, weil die Herausforderungen im Vordergrund stehen, aber dass wir einen ähnlichen Erkenntnisstand auch in unserer Runde gewinnen konnten, wie er in Santa Fe gewonnen werden konnte. Und wir werden darauf aufbauen und werden die Long-Covid-Patienten in Deutschland nicht im Stich lassen. Herr Professor Bruch, bitte. Ja, vielen Dank. Also der Minister hat es schon angesprochen. Wir sind als Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für die Zulassung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig, genehmigen auch klinische Prüfungen, natürlich auch für Covid und Long-Covid. Einige Studien laufen, aber da haben wir die Ergebnisse noch nicht. Und was heute eben sehr beeindruckend auch von Patientenvertretungen rübergebracht worden ist, wir brauchen Hilfe jetzt. Wir brauchen jetzt eine Therapie. Und wie der Minister schon angedeutet hat, haben wir eben deutliche Hinweise, dass zugelassene Arzneimittel, die für die Schmerztherapie, für Schlafstörungen, für Infektionskrankheiten, auch teilweise eben in der Psychiatrie für Indikationen schon eingesetzt werden, auch bei Long-Covid-Patienten positive Effekte gezeigt haben. Aus diesem Grunde wollen wir das eben systematisch angehen, gründen eine spezielle Kommission, die diese mit Experten dann Arzneimittel anschaut, Evidenz, die schon da ist, eben bewertet und damit eben auch Empfehlungen dann auch entwickeln können, wie im Alltag dann diese Arzneimittel auch bei Long-Covid-Patientinnen und Patienten eingesetzt werden können. Das ist halt dann auch ein enormer Schritt, weil das kam heute eben auch sehr stark heraus, gerade von den betroffenen Patientinnen und Patientenvertretungen. Wir brauchen eben einfach jetzt Arzneimittel und die müssen, weil eben nicht alles jedem hilft, braucht man einfach auch im Grunde ein Sortiment, was klassifiziert ist und wo wir eben dann auch spezifizieren können. Dieses könnte für diese Patientengruppe besser sein und andere Arzneimittel eben für andere. Wie machen wir das praktisch? Wir haben ja Erfahrungen mit Off-Label-Kommissionen, wo wir das auch für andere Indikationsbereiche, wie zum Beispiel die Krebserkrankungen oder auch ZNS-Erkrankungen, schon am Haus haben. Wir werden über diese Geschäftsstelle ein Expertengremium zusammenstellen, die mit Long-Covid und Covid eben sehr viele Erfahrungen hat und dann zusammen diese Empfehlungen erarbeiten. Das ist so der Plan und das werden wir eben auch sehr zeitnah umsetzen in Abstimmung mit dem Ministerium. Herzlichen Dank. Frau Professor Scheibenbogen, bitte. Ja, vielen Dank.
Also ich denke, wir haben heute ganz wichtige Erkenntnisse ausgetauscht. Viele Dinge wissen wir schon. Wir wissen, dass Long-Covid ein großes Problem ist, dass es viele Menschen betrifft, auch junge Menschen. Und wir haben inzwischen auch gelernt, dass über 2 Jahre viele Menschen auch anhaltend krank sind, zum Teil auch schwer krank sind, berufsunfähig bis zur Bettlägerigkeit. Wir wissen inzwischen auch einiges über die Mechanismen dieser sehr komplexen Erkrankung. Wir wissen, dass wir hier unterschiedliche Ursachen haben, die dazu führen, dass die Menschen krank sind. Wir wissen, das Immunsystem kommt nach der Infektion nicht mehr zur Ruhe. Wir hatten einen sehr schönen Beitrag von Frau Iwasaki aus Yale, die auch nochmal das zusammengefasst hat. Wir wissen also, dass die sogenannte Autoimmunität eine wichtige Rolle spielt, dass Virusreste bei einem Teil der Betroffenen anhaltend nachweisbar sind. Wir wissen, dass auch die gestörte Funktion vor allem der Gefäße dazu führt, dass die Durchblutung der Organe oft nicht mehr adäquat ist. Und warum ist das so wichtig? Warum sage ich das? Weil das natürlich die Grundlage ist, um zielgerechte und hoffentlich heilende Medikamente zu entwickeln und am Ende zur Zulassung zu bringen. Und da sind wir in Deutschland in gewisser Weise sogar in einer Vorreiterrolle, weil wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im vergangenen Jahr eine Anschubfinanzierung bekommen haben, 10 Millionen Euro, um eine klinische Studienplattform deutschlandweit aufzubauen. Und da wir noch so früh in dem Verständnis der Erkrankung sind, ist es uns ganz wichtig, dass wir das eng kombinieren mit Forschung. Das heißt, wir werden jeden Patienten, der bei uns behandelt wird, umfangreich analysieren auf diese ganzen genannten Biomarker. Wir werden auch eine tiefgehende Diagnostik machen und wir zielen genau auf diese Mechanismen. Das heißt, wir haben Behandlungsstudien laufen, um Entzündungen zu behandeln, um Autoantikörper zu behandeln, um Durchblutungsstörungen zu behandeln. Wir prüfen Verfahren, die teilweise schon angewendet werden, ohne dass es dazu bislang gute Evidenzen gibt, wie die Immunadsorption, die Sauerstoffhochdrucktherapie. Das sind alles vielversprechende Ansätze und wir versuchen das auch so schnell wie möglich jetzt weiterzuführen und zu Ergebnissen zu bringen. Aber nichtdestotrotz wird das dauern. Es ist heutzutage extrem aufwendig, solche Studien erstmal anzuschieben und auch die Durchführung, das dauert alles seine Zeit. Und wenn wir dann Ergebnisse haben, dann haben wir auch noch nicht die Zulassung. Da hoffe ich auch auf Ihre Unterstützung, dass wir dann auch da schneller vorankommen. Aber bei den Patienten kommt Stand heute wenig an. Viele Patienten sind schwer krank zu Hause. Hausärzte sind teilweise noch alleine gelassen. Es fehlen die Spezialambulanzen, wie wir es für andere schwere Erkrankungen haben, die zunächst auch eine gute Diagnose stellen und dann die Therapieempfehlungen weitergeben, die die Hausärzte umsetzen können. Und da müssen wir ansetzen. Und da ist es so, wir haben ja auch hier kein ganz neues Krankheitsbild, sondern postinfektiöse Erkrankungen gibt es ja schon lange, gibt es wahrscheinlich schon immer. Und wir haben hier an der Charité die Besonderheit, dass es hier auch schon sehr lange solche Spezialsprechstunden gibt für postinfektiöse Erkrankungen. Und da geht es besonders auch um das Krankheitsbild MECFS. Das ist eine sehr schwere postinfektiöse Erkrankung, die wir jetzt auch infolge von Covid häufig sehen. Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, auch nach Grippe zum Beispiel, auch nach relativ banalen Atemwegsinfektionen können solche Krankheitsbilder auftreten. Es trifft bevorzugt jüngere Frauen. Und da haben wir in der Vergangenheit zwar nicht sehr viel Forschung gemacht und nur kleine Therapiestudien machen können, weil das Interesse von Forschung und auch Öffentlichkeit und pharmazeutische Industrie immer sehr gering war an diesen Erkrankungen. Aber wir haben trotzdem Evidenzen, auf denen wir aufbauen können. Und wir haben auch Evidenzen für die Wirksamkeit bestimmter Therapieansätze. Und das betrifft sowohl nicht-medikamentöse als auch medikamentöse Therapieansätze. Und dann kommen wir jetzt aber in einen Bereich, wo kein einziger dieser Medikamente zugelassen ist für diese spezielle Anwendung, sondern die sind zugelassen für andere Erkrankungen. Wir kommen also in den sogenannten Off-Label-Bereich und da wird es schwierig, weil im Off-Label-Bereich haben wir höhere Anforderungen, was ja auch richtig ist, an den verschreibenden Arzt. Der Patient muss umfangreich aufgeklärt werden, es gibt ein gewisses Haftungsrisiko und wenn es dann um die Frage der Erstattung geht, dann haben die Patienten in der Regel wenig Möglichkeiten, das heißt, sie müssen das auch selbst bezahlen. Das können sich viele von diesen Menschen auch gar nicht leisten, weil die oft in der Berufsunfähigkeit sind und von wenig Geld leben müssen. Und da würden wir eben jetzt gerne diese Medikamente, von denen wir auch Erfahrung haben, also wir setzen die ja ein, würden wir gerne so aufarbeiten, dass wir mit einer Liste am Ende kommen, wo wir es auch möglich machen, dass diese Medikamente in der Breite auch verschrieben werden können und zeitnah wir dann auch vielen Patienten helfen können. Diese Medikamente sind keine Heilung, aber sie versprechen oft eine sehr gute Symptomverbesserung, insbesondere Kreislaufprobleme kann man behandeln. Man kann auch die Fatigue behandeln, man kann kognitive Störungen behandeln, man kann Schmerzen behandeln. Und das ist eben jetzt unsere große Hoffnung, dass wir hier schnell gemeinsam vorankommen.
Herzlichen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Frau Slavik hatte die erste. Danke sehr. Herr Minister, vielleicht könnten Sie umreißen, mit welcher Strategie Sie ganz grundsätzlich jetzt in diesen Corona-Herbst gehen wollen. Vielleicht sowohl in Bezug auf Impfstoffe, Impfstoffbevorratung, als auch auf das Thema, wie kommuniziert man Corona noch vor einer Gesellschaft, die keine Lust mehr auf das Thema hat? Ja, man kommuniziert am besten auf der Grundlage der vorliegenden Studienlage. Das ist das, was also uns auch durch die Corona-Pandemie bisher gut begleitet hat. Wir sind ja besser durchgekommen als viele andere europäische Länder, weil der Studiensachstand für unsere politische Arbeit immer eine große Rolle gespielt hat. Wir haben hier eine Impfempfehlung für die über 60-Jährigen und wir haben eine Impfempfehlung für diejenigen, die also Risikofaktoren haben. Somit also ist die Impfempfehlung klar von der STIKO. Und wir haben darüber hinaus einen guten angepassten XBB 1.5-Impfstoff, der auch für die neuen Varianten, die wir kennen, die sogenannten Eris-Varianten, allerdings auch für also die jetzt also noch selten aufgetretene, aber vielleicht kommende BA 2.86-Variante wirken würde. Wir haben also guten angepassten Impfstoff ab dem 18. September in den Praxen. Und wir werden dann aufklären auf der Grundlage der Empfehlungen und auf der Grundlage dessen, was wir über den Impfstoff wissen. Es ist allerdings auch so, ich glaube, die Impfbereitschaft wird größer sein, als der ein oder andere glaubt. Viele Menschen wollen nicht noch einmal an Covid erkranken. Viele Leute haben mittlerweile auch gelernt, dass also eine Long-Covid-Erkrankung keine Kleinigkeit ist. Und dass das möglicherweise etwas ist, was man schwer wegbekommt, wofür wir auch keine Medikamente haben. Daher wird natürlich auch die Aufklärung über Long-Covid eine Rolle spielen, wenn wir darauf hinweisen, mit der Impfung ist die Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken, geringer. Sie ist nicht weg, die Wahrscheinlichkeit bleibt, aber wir haben eine etwas reduzierte Wahrscheinlichkeit. Ich glaube daher, dass die Impfbereitschaft gut sein wird. Wir hätten gerne Einzeldosen für also den BioNTech-Impfstoff gehabt. Das wäre wunderbar gewesen, weil er lässt sich leichter verimpfen in den Praxen. Es kommt zu weniger Verwurf und die Impfung lässt sich leichter organisieren. Aber es gibt eben diesen Impfstoff nicht. Das Unternehmen war nicht in der Lage, uns also Einzeldosis-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Es ist jetzt ein also Impfstoff also in Einzeldosis von Moderna. Also in der Vorbereitung, wenn dieser Impfstoff da ist, wird er natürlich also auch bei uns eine Rolle spielen. Aber ich kann nur so viel sagen, wir haben angepasste Impfstoffe BioNTech Novavax und wir haben einen weiteren Impfstoff, der also kommen wird. Wir sind somit gut vorbereitet und wir haben auch einen guten Pandemieradar. Wir haben jetzt die Daten, die wir eigentlich immer gebraucht hätten. Wir haben jetzt also die also Daten über das Abwassermonitoring. Wir haben in den Hausarztpraxen und in den Lungenfacharztpraxen bekommen wir die Zahl der Covid-Infizierten. Wir machen weiterhin ein gutes Surveillance, dass wir neue Varianten schnell erkennen können. Und wir haben mit dem DEMIS-System jetzt eine gute Rückmeldung über das, was sich in den Kliniken abspielt. Somit der Pandemieradar ist gut aufgebaut. Somit werden wir die Pandemie gut steuern können und werden auf der Grundlage neuester Erkenntnisse immer wieder aufklären. Herr Mayer. Vielleicht direkt daran anknüpfend, Herr Minister, mit welchem Infektionsgeschehen rechnen Sie denn Stand jetzt für den Herbst und Winter? Sie sagten gerade, es werden sich viele infizieren und womöglich auch Long-Covid bekommen. Gibt es da schon eine erste Einschätzung? Und eine zweite Frage an Herrn Bruch vielleicht. Sie sagten, zeitnah solle diese Liste mit dem Off-Label-Use da sein. Ist das noch in diesem Jahr oder geht es dann doch nicht so schnell? Danke. Die Varianten, die wir derzeit beobachten, sind eben sehr ansteckend. Das ist die also nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist zum Glück, ist es weiterhin eine Omikron-Variante, sodass der Verlauf der Erkrankung nicht schwerer sein wird, wie also bei anderen Omikron-Varianten, an denen man erkrankt ist. Aber nichtsdestotrotz bleibt es eben bei den schweren Verläufen auch bei älteren Menschen, die Impflücken haben insbesondere und es ist für jeden immer auch ein Long-Covid-Risiko gegeben. Das muss man mit also berücksichtigen. Aber tatsächlich, also in der Bevölkerung hat sich eine gute Immunität aufgebaut. Daher ist die Bevölkerung im Großen und Ganzen geschützt.
Diese Immunität wird aber nicht davor schützen können, dass sich viele anstecken werden. Jetzt darüber zu spekulieren, wie viele werden es zum Schluss sein und wie viele werden schwer krank, das ist einfach medizinisch nicht möglich. Dafür fehlen uns die Daten. Wir werden das aber genau auswerten, auch auf der Grundlage des Pandemieradars, und werden daher immer wieder die Bevölkerung also aktuell aufklären über den derzeitigen Stand. Und wir werden auch bei Long-Covid jetzt, also wenn Long-Covid-Fälle kommen, werden wir auch also helfen, zu verhindern, dass es überhaupt zu Long-Covid kommt, indem zum Beispiel bei besonders geeigneten Patienten frühzeitig Paxlovid oder andere Medikamente, die hier wirken können, eingesetzt werden. Herr Bo. Ja, diese Liste würden wir sehr schnell erstellen und die käme natürlich auf jeden Fall noch dieses Jahr. Da werden wir also jetzt einfach auch aufs Gaspedal treten. Und wir haben ja Ansätze wie zum Beispiel Paxlovid, wo wir einfach wissen, die sind eben gerade was Long-Covid angeht, auch sehr vielversprechend, dass unter der Therapie eben dann langfristig nicht nur bei Patienten mit Risikofaktoren, sondern wir haben auch erste Hinweise, dass es auch bei jüngeren Patienten das Auftreten von Long-Covid verhindern kann. Und diese Ansätze wollen wir eben jetzt gezielt fördern. Wir wollen sie auch wissenschaftlich begleiten, dass wir eben auch zusätzliche Evidenz generieren können, so wie das die angesprochene Plattform von Frau Scheibenbogen ermöglicht, sodass wir eben wirklich hier eine Win-Win-Situation herstellen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Der Kollege davon. Herr Minister, Sie hatten ja vorhin schon über die Forschung gesprochen und über die Finanzierung der Forschung Richtung Long-Covid. Wie lange wird es denn dauern, bis man Long-Covid ungefähr erforscht auf dem Stand von anderen Krankheiten? Und vielleicht weiter noch, viele Ärzte sind überfordert, besonders mit der Diagnose von Long-Covid. Muss es da noch mehr Weiterbildungen geben? Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben über die Wissenslücken in der Bevölkerung, aber auch in der Ärzteschaft eben sehr offen gesprochen. Und das ist auch ein Thema, welches wir also jetzt angehen werden nach der Auswertung des runden Tisches heute. Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwer ist für betroffene Ärztinnen und Ärzte zu finden, die sich ausreichend gut auskennen, als dass die Therapie dem wissenschaftlichen Standard entsprechen könnte. Das ist auch eine junge Erkrankung. Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, aber es gibt auch wenig Material derzeit. Das wird aber jetzt zusammenkommen. Und da arbeiten wir ja auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die heute da waren, dass wir an Leitlinien arbeiten. Beispielsweise arbeitet die Selbstverwaltung derzeit daran, eine Richtlinie entwickelt wird, die die Therapie stärker strukturiert. Der gemeinsame Bundesausschuss arbeitet bis zum Jahresende an einer Richtlinie, die wir in Auftrag gegeben haben, sodass die Therapie besser strukturiert wird. Wenn man das Krankheitsgeschehen sich anschaut, wir haben relativ gute Hinweise, welche Faktoren alle eine Rolle spielen. Zum Beispiel wissen wir, dass bei vielen Long-Covid-Patienten noch Virusreste im Körper sind, lange nach der Infektion. Wir wissen aber nicht, ob diese Virusreste aktiv sind, ob das Virus sich repliziert, ob das die Long-Covid-Symptome verursacht oder ob das einfach etwas ist, was stattfindet, aber mit der Long-Covid-Erkrankung selbst nicht kausal in Zusammenhang. Wir wissen, dass T-Zellen, also Abwehrzellen, dass die hyperaktiviert sind, auch an Stellen, wo man es typischerweise nicht finden würde, am Hirnstamm beispielsweise, im Gehirn, also in Organen, wo es typischerweise eigentlich lange nach einer Infektion nicht der Fall ist. Wir wissen, dass das bei Long-Covid-Patienten vermehrt gesehen wird. Wir wissen aber nicht, ist das jetzt eine Reaktion auf einen anderen Prozess oder ist das ursächlich? Ähnlich wissen wir, dass Frauen häufiger betroffen sind, gerade in jungen Jahren. Wir wissen, dass das mit den hormonellen Unterschieden zwischen Männern und Frauen zu tun hat. Wir wissen, dass bei niedrigen Testosteronwerten also die Wahrscheinlichkeit steigt. Wir wissen nicht, sind die Testosteronwerte jetzt reduziert, weil man Long-Covid hat, oder geht das in die andere Richtung? Somit, das können wir auch nicht genau sagen. Und wir wissen, dass eine andere Viruserkrankung aus der Gruppe der Herpesviren, Epstein-Barr-Virus, bei denjenigen, die Long-Covid haben, oft also aktiviert wird, dass man sozusagen da wieder also eine Antikörperreaktion im Körper gegen das Virus, was sonst dort schlafend bei 90% der Bevölkerung zu sehen ist, dass das stattfindet. Wir wissen aber nicht, ob das jetzt ursächlich ist für bestimmte Beschwerden oder nicht. Und wir wissen, dass die Gefäße sehr stark beschädigt werden bei Long-Covid, insbesondere die ganz kleinen Gefäße, die Endothelgefäße.
wissen, dass es dort zu Mikro-Verklumpungen kommt, gerade im Gehirn. Das ist wahrscheinlich einer der Mechanismen, weshalb also man dann diese kognitiven Aussetzer schon mal hat, wenn man betroffen ist. Also man geht auch davon aus, dass das ein Risikofaktor ist für eine spätere Demenzerkrankung. Wir wissen aber nicht ganz genau, ist das jetzt also eine Folge von also einer bestimmten also Immunlage oder ist das dann, somit wir wissen sehr viel. Bis wir das aber umgemünzt haben in ein therapeutisches Konzept, werden noch ein paar Jahre vergehen. Und bis dahin können wir die Betroffenen nicht unbehandelt lassen. Somit müssen wir das einsetzen, wo wir wissen, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Long-Covid zu bekommen. Herr Bruch hat eben schon auf Paxlovid hingewiesen, Metformin kann bei bestimmten Patienten so eine Rolle spielen. Das muss eingesetzt werden und bei denjenigen, die erkrankt sind und für bestimmte Medikamente in Frage kommen, muss das auf Label gemacht werden. Dafür schaffen wir durch das, was Herr Bruch eben vorgetragen hat, so schnell wie möglich die Voraussetzungen. Frau Scheibenbogen, mögen Sie ergänzen zum Zeithorizont, was... Es ist ja so, dass wir schon vorgearbeitet haben, auch durch die Erkenntnisse, die wir bei ME/CFS haben. Und wir sind bereits international in Abstimmung, dass wir einen Expertenkonsensus finden. Das ist mit das Beste, was wir an Evidenzen haben. Ansonsten gibt es kleine Studien. Und ja, wir stehen schon mit einer Liste in der Warteschleife. Frau Bader mit der nächsten Frage. Eine Frage an den Minister und eine an Frau Professor Scheibenbogen. Herr Lauterbach, könnten Sie noch mal darlegen, inwiefern Sie sich da jetzt schnell Verbesserungen für die Patienten erhoffen durch die Off-Label-Therapie und was das für die Übernahme durch die Krankenkassen bedeutet? Und Frau Professor Scheibenbogen, Sie hatten selber die Spezialambulanzen angesprochen. Warum wäre es so wichtig, dass die Politik da auch das umsetzt, was im Koalitionsvertrag ja drinsteht, dass man da ein Netzwerk aufbaut? Ja, ich glaube, dass wir hier sehr schnell zu einer Verbesserung zumindest der Symptome von Long-Covid-Patienten kommen werden. Weil wir wissen mittlerweile, dass bestimmte Medikamente, die eigentlich für Long-Covid gar nicht also gedacht gewesen sind, dass sie bei Long-Covid-Patienten gut wirken. Long-Covid-Patienten haben zum Beispiel oft ganz schlimme Schlafstörungen. Und diese Schlafstörungen führen zu einer zunehmenden Schwäche der Patientinnen und der Patienten. Wir kennen aber Arzneimittel, die bei Schlafstörungen wirken, die gerade bei Long-Covid-Patienten gut eingesetzt werden könnten. Wenn das jetzt also in der Kommissionsarbeit, die eben schon von Herrn Bruch angesprochen worden ist, mit unseren wissenschaftlichen Beiräten, also Ergebnis ist, dann kann das dann verordnet werden und kann auch bei den Krankenkassen abgerechnet werden. Somit schaffen wir mit dem, was wir jetzt gerade machen, die Voraussetzung für eine deutlich bessere Versorgung, die auch abgerechnet werden kann. Und die übrigens dann den Ärztinnen und Ärzten, die das machen, auch Rechtssicherheit geben wird. Denn sonst sind sie ja, wenn sie off-label behandeln, es ist aber nicht off-label zugelassen, sind sie ja auch in einer rechtlichen Grauzone. Eine Grauzone, die mit dafür verantwortlich ist, dass es einfach derzeit nicht stattfindet. Und schließlich, wenn wir das machen mit der Liste, dann werden wir natürlich den Inhalt der Liste auch kommunizieren. Somit wird in die normale Praxis hinein sehr viel mehr Wissen diffundieren, weil wir können dann natürlich darüber aufklären, das sind die Off-Label-Arzneimittel, die bei bestimmten Long-Covid-Symptomen wirken. Und dieses Wissen kommt dann mit der Erlaubnis, die Medikamente zu verordnen und abzurechnen, in die Praxis hinein. Ich gehe daher von einer sehr, sehr wesentlichen Verbesserung der Versorgungssituation von Long-Covid-Patienten, gerade solchen Patienten mit gravierenden Symptomen, gehe ich aus. Scheibenbogen. Ja, wir brauchen natürlich ähnliche Strukturen, wie wir sie für alle anderen Menschen haben mit schweren chronischen Erkrankungen. Das heißt, wir müssen diese Patienten zunächst mal überweisen können in eine Spezialambulanz, wo eine umfangreiche Diagnostik durchgeführt wird und wo dann ein Therapiekonzept erstellt wird und dann gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten das umsetzen. Und deswegen braucht es auch noch ein bisschen mehr als Spezialambulanzen. Es braucht sogenannte Versorgungsnetzwerke, wo also alle eingebunden sind, sowohl die Spezialinstitutionen, das muss interdisziplinär sein. Das heißt, wir brauchen Ärzte aus unterschiedlichen Fachrichtungen, weil einfach Long-Covid zu komplex ist. Und bei einem ist es eher ein Problem des Kreislaufs. Der Kardiologe ist gefragt und beim anderen ist es eher der Neurologe gefragt, weil diese schweren kognitiven Symptome im Vordergrund stehen.
Und was wir hier dringend benötigen, ist eine Anschubfinanzierung. Bei fast allen anderen Erkrankungen ist das ja gewachsen über Jahrzehnte. Und es gibt auch adäquate Vergütungen. Und die haben wir hier noch nicht. Und gewachsen ist es auch nicht. Das heißt, es ist natürlich an vielen Universitäten sind jetzt solche Ambulanzen gegründet worden. Aber die sind teilweise einseitig ausgerichtet. Die sind teilweise unterfinanziert. Und einigen geht auch die Luft aus über die Zeit, weil einfach diese Mehrbelastung, die da auf uns Ärzte zugekommen ist, nicht auf Dauer geschultert werden kann so. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Anschubfinanzierung. Wir hoffen natürlich auch sehr auf die Empfehlung vom GBA, die es Ende des Jahres geben wird, dass wir auch an den Universitäten adäquate Vergütungen dann in der Hochschulambulanz bekommen und dass auch die niedergelassenen Zusatzvergütungen bekommen, zum Beispiel im Sinne einer Chronikerpauschale, dass die Betroffenen dann so versorgt werden können, wie es zum Beispiel Stand heute ist, wenn sie eine Krebserkrankung haben oder eine Multiple Sklerose. Herr Behring von der RTL, ganz hinten in der letzten Reihe. Es geht um Covid nach Infektionen und nach Impfung. Also Postvac, wird da eigentlich bei der Forschung und bei den Expertengruppen differenziert oder läuft das parallel? Wir haben heute auch eine Vertreterin der Postvac, also Selbsthilfegruppen, dabei gehabt. Und in der Tat, wenn das also Krankheitsbild ein ähnliches ist, dann wird nicht danach gefragt, war das jetzt eine Impfung oder war es die Erkrankung? Das ist ganz klar. Wir haben also in der Regel ähnliche Ausprägungen, aber nicht so stark ausgeprägt bei denjenigen, die nach Vaccinierung also erkranken. Aber das Krankheitsbild kann sich ähneln. Und wenn das Krankheitsbild sich ähnelt, wird nicht danach gefragt, also was ist die Ursache, was ist der Hintergrund, sondern werden dann alle gleich behandelt. Die Kollegin hinter, Frau Markmeier. Ihren Namen leider nicht. Hallo, Valerie Höhne vom Tagesspiegel. Ich hatte zwei Fragen und zwar wollte ich einmal fragen mit der Finanzierung. Frau Scheibenbogen hat es ja jetzt schon zweimal angesprochen. Herr Lauterbach, was können Sie denn da schon für Zusagen machen oder auch nicht? Sind Sie da im Gespräch mit Ihrem Koalitionspartner? Und dann wollte ich noch fragen, Frau Professor Scheibenbogen, Sie haben ja gesagt, dass Sie eine Anschubfinanzierung brauchen, eben weil es diese Spezialambulanzen nicht gibt. Aber es gibt MECFS ja schon sehr lange als beschriebene Krankheit. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es bisher so unter dem Radar lief? Ja, bei der Finanzierung müssen wir ja also drei Dinge unterscheiden. Zum einen Finanzierung von Forschung, die ist dringend notwendig. Weil, wie ich hatte eben schon ausgeführt, wir haben also all diese wichtigen und klugen Hypothesen. Wir haben jetzt also in den letzten Monaten sehr viel besser verstanden, wie Long-Covid funktioniert. Aber wir müssen jetzt quasi testen, was wirkt. Und dazu braucht man kontrollierte Studien. Und dafür brauchen wir Geld. Und da wäre eine Versorgungsforschung in der Größenordnung von 100 Millionen Euro wäre notwendig. Da werde ich mit den Haushältern verhandeln, um die 40 Millionen, die wir bisher haben, auszudehnen, auf das ursprünglich also angezielte Niveau. Und dann als Zweites eben die Spezialambulanzen. Das ist ganz klar, dass die Spezialambulanzen also ausfinanziert sein müssen. Da sind wir auch im Gespräch mit den Ländern. Der also Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Minister Lucher, war eben zugegen. Und wir haben auch über dieses Thema gesprochen. Da werden wir sicherlich, übereinkommen. Und zum Dritten eben dann das, was sich also abspielt in der Praxis. Und da wird darüber nachgedacht, halt, ob es dort also spezielle Pauschalen gibt, die abgerechnet werden können über die KV oder beispielsweise über den Hausärzteverband. Und da werden wir das, was wir heute gehört haben, also auswerten und werden zu guten Lösungen kommen. Ja, zu dem Krankheitsbild MECFS. Da gab es in der Vergangenheit große Kontroversen auch über die Einordnung des Krankheitsbildes, die teilweise bis heute anhalten. Und MECFS wurde auch von vielen eingeordnet als eine psychische Erkrankung oder psychosomatische Erkrankung im Sinne eines Burnout oder Depression. Und dafür gibt es natürlich breite Versorgungsstrukturen. Und da sind auch viele Patienten in der Vergangenheit betreut worden. Oftmals mit, sagen wir mal, wenig Besserung, aber so sind diese Strukturen gewachsen. Und diese Spezialambulanzen, die wir haben an der Charité, die gab es auch schon vor 30 Jahren, die habe ich übernommen nur. Die hat inzwischen eine Finanzierung über eine Stiftung, sodass wir auch die Möglichkeit hatten, in der Pandemie schnell zu reagieren, genauso in München.
Aber wir brauchen dringend solche Ambulanzen, die nicht nur Post-Covid, sondern auch im ECFS Betroffene sehen und auch letztendlich mit einem guten Verständnis, wie man die Erkrankung diagnostiziert. Dazu gehören zum Beispiel auch bestimmte Techniken, um diese Kreislaufstörung zu erfassen. Da gibt es auch ganz einfache Tests, solche Stehtests oder dieses Hauptsymptom von ME-CFS, diese schwere Belastungsintoleranz mit Verschlechterung nach Alltagsbelastung, die sich postexertionelle Malaise nennt und die jetzt auch eins der häufigsten Symptome bei den Post-Covid-Patienten ist. Auch da muss man bestimmte Diagnosekriterien kennen. Die gibt es bei uns auf der Seite des Fatigue-Zentrums auch zum Runterladen. Wir machen auch regelmäßig Fortbildung. Wir haben in den letzten 2 Jahren sehr viele Artikel geschrieben, auch ganz einfache Dinge, wie diagnostiziert, wie behandelt man diese Erkrankung. Ich sehe auch, dass das sehr viel in der Breite jetzt ankommt, dass viele Ärzte sich auch auskennen. Wir haben ein digitales Ärztenetzwerk für Behandler gegründet Anfang des Jahres und da kommen mehr und mehr Ärzte dazu. Also es gibt inzwischen immer mehr Wissen in der Breite, nur die Geschwindigkeit reicht einfach noch nicht aus für viele Betroffene und da muss sich noch mehr tun und insbesondere das Krankheitsbild ME-CFS muss auf große Akzeptanz stoßen. Ganz wichtig nochmal für mich zu betonen, natürlich sind auch psychotherapeutische Konzepte richtig bei solchen schweren chronischen Erkrankungen. Da gab es so ein bisschen Dissens auch in der Vergangenheit. Es ist so, dass wir alle gebraucht werden für die Versorgung dieser Menschen. Und das möchte ich nochmal betonen. Aber es darf auch nicht sein, dass sie ausschließlich psychisch Diagnosen bekommen und dass sie dann am Ende vielleicht sogar in falsch wohlgemeinter Absicht mit Aktivierungstherapien behandelt werden. Das kann in dem Fall sogar sehr schädlich sein. Kollegin in der vorletzten Reihe. Rüdiger Frisch von der Ärztezeitung. Mich würde die Rolle des GBA interessieren, der ja dann doch das letzte Wort hat mit seiner Richtlinie. Aus Ihrer Erfahrung heraus mit den bisherigen Kommissionen, wie lange dauert es denn, bis er die Richtlinie angepasst hat? Und wird er dann auch wirklich alle Empfehlungen, Ihre Empfehlungen übernehmen? Und gibt es Ihrer Erkenntnis nach schon Anträge auf Bewertung von Off-Label-Use bei Post-Covid beim GBA? Also meiner Kenntnis nach gibt es bisher dazu noch keine konkreten Anträge, die da gestellt worden ist. Aber natürlich stimmen wir uns mit dem GBA ab, wenn wir eben über die Off-Label-Liste dann auch sprechen werden. Und wie umfangreich die jetzt am Anfang wird, werden wir sehen. Da liegt eben auch im Grunde der gute Ansatz dieser Schwerpunktzentren, auch dass wir eben zusätzliche Daten dann auch bekommen, qualitätsgesichert von Experten, die wir da auch eben mit berücksichtigen können. Und von daher werden wir halt auch hier mit dem GBA auch nicht die üblichen Wege in den bürokratischen Prozess laufen. Das dauert in der Tat erfahrungsgemäß ja manchmal sehr lange, sondern es geht ja wirklich um den schnellen Ansatz. Welche Evidenz ist da und können wir hier was für die Patientinnen und Patienten dann gemeinsam tun? Herr Lauter. Der GBA war ja eben also auch mit zugegen und wir sind mit dem GBA im Austausch. Auch beim GBA wird natürlich die Dringlichkeit dieser Aktion gesehen. Das also hat hier keinen Zweck, wenn wir die normalen Verfahren durchführen und hat auch keinen Zweck, wenn wir sozusagen über komplizierte verteilungspolitische Aspekte hier lange diskutieren, sondern es muss jetzt einfach schnell gehen. Und da werden wir natürlich also im Gespräch mit dem GBA die Weichen so stellen, dass die Liste, sobald wie sie da ist, dass sie dann auch umgesetzt wird. Die Expertise ist ja, was diese Liste angeht, muss man offen sagen, nicht im GBA, sondern bei den externen Beratern des BfArMs und dem BfArM selbst. Und also somit brauchen wir dort keine fachliche Arrondierung durch den GBA mehr, sondern eine schnelle Umsetzung. Die werde ich auch im Rahmen meiner Aufsicht natürlich gewährleisten können. Kollegin davon. Ja, bitte. Daniela Schmidt-Langels von ZDF Arte. Ich schließe noch mal an die Gedanken von Frau Scheibenbogen an. Es geht um die ME-CFS-Betroffenen. Da möchte ich jetzt noch mal konkret nachfragen, inwieweit werden diese Menschen in die aktuelle Forschung, in das Versorgungssystem, in die Studien jetzt mit eingeschlossen. Wir hören hier den ganzen Tag, wir sprechen von Long-Covid-Betroffenen und so weiter. Aber diese Menschen liegen seit Jahrzehnten verlassen und vergessen von Politik und Gesellschaft und Forschung hinter verschlossenen Fenstern. Und auch jetzt ist wieder die Situation, zumindest ist das, was ich jedes Mal erfahre und höre von Betroffenen, dass sie sich wieder vergessen fühlen, ausgeschlossen von dem System,
ja, Unterstützung, Forschung und Versorgung? Und nochmal konkret, was haben Sie vor? Also zunächst einmal, die Vertreterin von MECFS oder der Vertreter von MECFS war ja dabei und ich setze mich ja selbst seit Jahren für mehr Forschung bei MECFS ein, habe sehr früh dieses Krankheitsbild auch also in seiner Bedeutung also kennengelernt, noch in der Zeit, als ich in den Vereinigten Staaten gelebt habe. Somit ist es keine, nichts Neues in dem Sinne. Aber die Endstrecke MECFS, ob die jetzt über Long-Covid verursacht ist oder über andere Viruserkrankungen, ist ja fast immer die gleiche. Und daher haben wir eben auch in der Diskussion also ganz klar noch einmal alle die gemeinsame Position vertreten. Ich glaube, da hat niemand widersprochen, dass das, was wir jetzt machen, was für MECFS Long-Covid gilt, dass das für alle MECFS-Patienten gilt. Diese Forschung kommt somit allen auch zugute. Und aus der Perspektive der MECFS-Patienten muss man fast sagen, so traurig wie es ist, aber ist MECFS Long-Covid jetzt ein Segen, weil jetzt eben sehr viel mehr geforscht wird für MECFS, was früher hätte geforscht werden müssen. Also wir hätten früher viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Es hätte dort stärkere Forschungsprogramme geben müssen. Wir haben dort gute Grundlagenforschung. Wir haben aber kaum klinische Studien gemacht. Wir haben wenige Biomarker, die man abrechnen kann im Labor. Es gibt wenige Spezialisten. Somit die Probleme sind alle bekannt. Aber das, was jetzt gemacht wird für MECFS, ist ja für alle MECFS-Patienten. Und es ist ja daher kein Zufall, dass Frau Scheibenbogen uns auch wissenschaftlich berät, nicht nur bei diesem runden Tisch, sondern auch bei der Arbeit, die wir hier im Haus ganz allgemein dazu machen. Wir werden ja wissenschaftlich von Frau Scheibenbogen und bei anderen Gruppen beraten, die gerade auf MECFS ausgerichtet sind. Die Studien, die gemacht werden, sind somit auch MECFS-Studien ganz allgemein und nicht nur Long-Covid-Studien. Aber heute haben wir einen Long-Covid-Gipfel gehabt, einen Long-Covid-runden Tisch. Da ist MECFS mitbesprochen worden, es ist aber nicht untergegangen. Ich habe noch drei Fragesteller auf der Liste, hier vorne zwei und Herr Zenker mit der letzten Frage. Die Kollegin in der zweiten Reihe. Ja, Antje Wüll vom NDR. Ich habe zwei Fragen an den Herrn Minister. Es ist ja so, dass das klinische Studien heutzutage fast gar nicht mehr gemacht werden können ohne die Pharmaindustrie. Die ist ja in diesem Fall völlig ausgeschlossen. Wie kommt das, dass in diesem Fall die Pharmaindustrie überhaupt nicht mit im Boot ist? Und was tun Sie, um die Pharmaindustrie mit reinzubekommen? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, 60 Millionen zusätzliche Mittel sind ja eine ganze Menge. Wie sicher oder wie wahrscheinlich ist das denn, dass diese 60 Millionen tatsächlich auch mit dazu kommen für diese 2,5 Millionen betroffenen Long-Covid-Patienten, die es jetzt gibt? Ja, zunächst einmal, es gibt auch sehr viele Studiengruppen, die unabhängig von der pharmazeutischen Industrie erstklassige klinische, auch randomisiert kontrollierte Studien machen, nur leider selten in Deutschland. Das ist das Problem. Wir haben eine fantastische Grundlagenwissenschaft, aber wir sind bei den klinischen Studien, gerade durch die Universität betrieben, liegen wir zurück. Daher hatten wir kein solches System wie zum Beispiel das Recovery-System also in UK, wo koordiniert durch also Wissenschaftler an der Oxford-Universität wesentliche Erkenntnisse in der Pandemie noch gewonnen werden konnten. Und wir haben das also versucht aufzubauen, haben es aber nicht in der Zeit hinbekommen, das sogenannte NUM-Netzwerk. Das NUM-Netzwerk, das also universitäre Netzwerk für Studien, die aus der Uni dann herauskommen und klinische Studien sind, wird aufgebaut im Rahmen dieses Medizinforschungsgesetzes, was ich eben also noch einmal erwähnt habe, was in den nächsten Wochen dann auch kommen wird. Wir brauchen die Stärkung der klinischen Studien durch die Universitäten, ob die von der pharmazeutischen Industrie finanziert werden oder nicht. Es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, Gelder zu gewinnen für klinische Studien. Das Problem ist, dass die Studien in Deutschland so kompliziert zu beantragen sind und so, es dauert so lange, bis die Studie dann endlich laufen kann. Bis dahin ist die gleiche Studie in der Regel in den Vereinigten Staaten schon zu Ende. Das ist das eigentliche Problem, da gehen wir heran. Die Pharmaindustrie war mit an Bord, also der Vertreter des VFAs, also hat dort noch einmal klar das Interesse auch der pharmazeutischen Industrie artikuliert, solche Studien durchzuführen, wenn die Voraussetzungen dafür gute sind. Und da muss man auch die also pharmazeutische Industrie ein Stück weit exkulpieren, weil die Bedingungen, klinische Studien zu machen, ob zu Long-Covid oder anderen Themen in Deutschland, sind im Moment leider, muss man sagen, unterirdisch schlecht. Sie sind bedeutsam schlechter als beispielsweise in Dänemark, in Schweden, in
Spanien, also in Israel, in den Vereinigten Staaten. Wir haben große Defizite und die gehen wir mit dem Medizinforschungsgesetz, gehen wir diese Defizite an. Und zum Schluss diese 60 Millionen. Naja, ich werde beim Haushaltsausschuss dafür werben und ich versuche da auch eine Allianz aufzubauen über die Parteigrenzen hinweg. Denn wir sind ein reiches Land, wir haben erstklassige Grundlagenwissenschaftler. Wir also sind aber derzeit in einer Situation, wo wir den Grundlagenforschern, die jetzt in den Startschuhen, also in den Startlöchern stehen, die eigentlich loslegen wollen, jetzt ist ja, darum war das heute auch der richtige Zeit, diese Konferenz zu machen. Wir haben jetzt so viele Hypothesen, die man testen könnte, dass es sofort losgehen könnte. Und wir halten den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern derzeit die Mittel vor, nicht vor, sondern wir vorenthalten die Mittel, sodass sie also nicht wirklich loslegen können. Dafür muss ich werben im Haushaltsausschuss. Hier vorne. Florian Schumann von Zeit Online. Eine Frage an Frau Professor Scheibenbogen, dann noch eine an den Herrn Minister. Erstmal geht es nochmal konkret um diese Liste. Sie haben gesagt, Sie haben da schon eine Wunschliste im Kopf. Ich habe jetzt Metformin gehört, ich habe gehört Paxlovid und Sie haben aber medikamentös und nicht medikamentös ja auch gesagt, wäre schön, wenn Sie noch mal kurz ein bisschen weiter sozusagen konkretere Beispiele nennen können, was Sie da im Kopf haben auf Ihrer Wunschliste. Und an den Herrn Minister geht es nochmal kurz um die Frage Corona, Herbst und Winter und um das Thema Maske. Würde ich gerne noch mal fragen, was Sie der allgemeinen Bevölkerung in dieser Hinsicht raten würden, wenn die Zahlen wieder steigen, unter anderem auch, um sich vor Long-Covid vielleicht zu schützen, weil Experten der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, mit denen wir zum Beispiel sprechen, raten bei Immungesunden beispielsweise sogar eher ab, heute ein Gespräch geführt, aus dem Hintergrund, dass wenn das wieder breite Kreise der Bevölkerung machen, auch wieder Nachholeffekte in anderen Infektionen zu erwarten sind. Wie wägen Sie das ab? Genau. Bei den Medikamenten muss man unterscheiden, wofür man sie einsetzt. Das eine, was natürlich ideal ist, ist Prävention. Das heißt, wir können ja inzwischen schon Risikogruppen definieren, zum Beispiel Übergewichtige. Da ist diese Studie mit dem Metformin gemacht worden, die gezeigt hat, wenn Sie für 15 Tage Metformin einnehmen, halbiert sich Ihr Risiko, Long-Covid zu bekommen. Ähnliche Daten gibt es für Paxlovid. Das wird natürlich in der Breite eigentlich noch fast gar nicht angewendet. Paxlovid wenig, Metformin gar nicht. Auch da sollten wir versuchen, in dieser Off-Label-Kommission diese Schwelle zu senken und vielleicht sogar Erstattungsmöglichkeiten zu geben. Und dann geht es um therapeutische Ansätze. Und da haben wir zum einen natürlich auch Ansätze, die nicht medikamentös sind. Und da geht es zum Beispiel um diese ganz wichtige Frage, leidet jemand an Belastungsintoleranz und wie kommt so ein Mensch da noch im Alltag klar? Und da gibt es dieses Konzept des Pacings. Und das ist nicht so ganz einfach mal nebenbei erklärt. Und da gibt es, sagen wir mal, viele Informationen inzwischen auch auf unserer Seite oder der Deutschen Gesellschaft für MICFS. Das ist keine heilende Behandlung, aber das verhindert zumindest die Abwärtsspirale und ermöglicht den Betroffenen, wieder in ihrem Alltag funktionsfähig zu sein. Und wenn man das sehr gut umsetzt, kann es auch die Erkrankung verbessern. Und dann die ganzen komplexen Symptome, da sollte man wirklich symptomorientiert vorgehen, als Arzt also auch den Erkrankten befragen, was sind so die Dinge, die dich am meisten belasten. Da hören wir ganz oft, es sind die Schlafstörungen. Klassische Schlafmedikamente sind da nicht gut, weil die machen oft auch abhängig und keinen guten Schlaf. Aber da gibt es verschiedene andere Ansätze. Wir haben ganz oft diese Kreislaufprobleme. Wir haben es gerade noch mal gehört von der Kollegin aus Schweden, aus ihrer Studie. Das sehen wir auch. Etwa 30% der Betroffenen leiden am sogenannten posturalen Tachykardie-Syndrom. Das heißt, die sagen ihnen wird schwindelig, wenn sie sich hinstellen. Und wenn sie dann im Stehen messen, dann sehen sie, dass der Herzschlag viel zu schnell ist. Das Herz rast. Das führt auch dazu, dass sie ihr Blut nicht mehr richtig verteilen und ihr Gewebe nicht genug Sauerstoff bekommt. Das können wir ganz einfach behandeln. Es gibt ein Medikament, das heißt Ivabradin. Das ist auch schon zugelassen, aber eben nur für Herzrhythmusstörungen. Und deswegen wird es kaum eingesetzt. Das ist extrem hilfreich bei einigen Patienten. Es gibt viele andere Maßnahmen. Stützstrümpfe, mehr Flüssigkeit, aber auch viele weitere Medikamente. Wir haben zum Beispiel ein gutes Medikament, was auch bei der Schmerzbehandlung helfen kann. Dieses sogenannte niedrig dosierte Naltrexon. Oder auch was wirklich ein gutes Medikament auch ist, das nennt sich Abilify. Das kommt aus der Behandlung eigentlich von Schizophrenie. Das ist ein sehr breit wirksames Medikament, was Entzündungen bremsen kann, was die Durchblutung verbessern kann, was auch ganz niedrig dosiert, nebenwirkungsarm eingesetzt werden kann. Wir haben im April einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt geschrieben, da sind all diese Ansätze auch genannt. Ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Das, wie gesagt, wird eine wichtige Liste werden. Wir werden wirklich die Versorgung von Long-Covid-Patienten, was die Symptome angeht, deutlich verbessern können. Weil vieles von dem, muss man ja auch sagen, wird anderswo schon eingesetzt und wir sind da wirklich spät dran. Die Situation ist wie folgt zu beschreiben.
Covid ist keine Erkältungskrankheit. Das ist einfach, also man kann nicht sagen, also es wäre eine Erkältung. Wenn Sie sich jedes Jahr ein- oder zweimal erkälten, nehmen Sie davon in der Regel keinen dauerhaften Schaden. Wenn Sie aber jedes Jahr eine Covid-Episode haben, dann also können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch einen kumulativen Schaden leider nicht ausschließen. Sie haben jedes Mal die Gefahr eines schweren Verlaufes und Sie haben jedes Mal die Gefahr, Long-Covid zu entwickeln. Und wenn Sie schon mal Long-Covid hatten, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass das Long-Covid nicht nur zurückkommt, sondern dass es also gravierender verläuft. Und somit ist also Covid einfach eine schlechte Krankheit. Man will es nicht haben. Und ich rate daher jedem, der also durch die STIKO-Empfehlungen erfasst wird, tatsächlich zur Impfung. Weil damit reduzieren Sie Ihre Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes und damit reduzieren Sie auch Ihre Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu bekommen. Das ist die Impfung wert aus meiner Sicht. Und zum Zweiten, der jetzt wieder steigenden Inzidenz ist es natürlich so, dass gerade diejenigen, die Risikofaktoren haben, gerade diejenigen, die also schon einmal eine längere Episode gehabt haben, da rate ich auf jeden Fall zum Maskentragen. Wenn also die Fallzahlen steigen, kann das Maskentragen auch zum Abwenden anderer Infektionskrankheiten natürlich eine sehr gute Maßnahme sein. Und schließlich, das Infektionssystem funktioniert nicht wie die Oberarme. Je mehr die Oberarme benutzt werden, desto mehr Muskeln sind da, desto kräftiger werden die Oberarme. Sondern leider ist es so, je häufiger das Abwehrsystem in Anspruch genommen worden ist, desto schwächer wird es in der Regel. Und in der Tat ist man zumindest unmittelbar nach einer Infektion geschwächt, auch anfälliger für andere Infektionserkrankungen. Und bei schwer verlaufenden Infektionen kann auch eine bleibende, also Verschlechterung der Immunitätslage, die Folge sein. Somit ist es falsch, am Beispiel irgendeiner Infektionskrankheit, das Immunsystem zu trainieren, wie die Oberarme, sind nicht die Oberarme. Und es ist insbesondere falsch, das bei Covid zu tun, weil davon hat niemand irgendetwas. Sie haben das Risiko, schwer zu erkranken. Sie haben das Risiko, Ihr Immunsystem zu schwächen, manchmal auch dauerhaft, wie wir das bei der T-Zell-Aktivierung bei einer Untergruppe der Patienten ganz klar sehen. Und Sie haben auch, also Sie tragen auch noch das Risiko, dass Sie andere infizieren, die dann möglicherweise Risikofaktoren tragen und noch schwerer erkranken. Soweit die Pressekonferenz von Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, nach einem runden Tisch zu Long-Covid, also der Erkrankung, wenn man eine Corona-Infektion hatte und danach nie wieder richtig gesund geworden ist. Verschiedene Symptome gibt es da. Es gibt viele Menschen, die darunter leiden. 6-15% derjenigen, die eine Corona-Erkrankung hatten, leiden eben unter diesem Long-Covid. Und es gibt eine düstere Aussage von Karl Lauterbach dazu. Es ist eine schwere Erkrankung, keine Medikamente und keine Therapien. Das ist die düstere Aussage, aber das soll sich natürlich ändern. Deshalb eben auch ein runder Tisch, bei dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch betroffene Ärztinnen und Ärzte mit Karl Lauterbach zusammengesessen haben, um eben zu schauen, wie kann man diesen betroffenen Menschen helfen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christina Berndt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, kennt sich hervorragend aus mit Long-Covid. Frau Berndt, vielleicht als erstes die Frage, Karl Lauterbach hat gerade gesagt, wir sind da spät dran. Ist das eigentlich normal, dass man bei einer Krankheit, die ja immer noch relativ jung ist, nenne ich es mal, noch keine Behandlungsmöglichkeiten, keine Medikamente hat, oder hat die Politik da was komplett verschlafen? Naja, es ist schon so, dass das dauert. Also wenn es eine neue Krankheit gibt, dann dauert es eine Weile, bis man dann tatsächlich solche Studien durchführen kann und zu Medikamenten kommt und diese Krankheit tatsächlich effektiv behandeln kann. Ja, das kann man zugeben, aber gleichwohl muss man sagen, wir haben jetzt seit 4 Jahren kennen wir das neue Coronavirus und man weiß auch schon sehr lange, dass es diese Langzeitfolgen gibt. Insofern, man hätte wirklich früher mit mehr Kraft gegen dieses Long-Covid angehen sollen, dann stünden wir sicher heute besser da.
Schauen wir uns einmal an, was da heute verkündet worden ist, auch an Maßnahmen, die kommen sollen. Da geht es vor allem einmal um die Forschung. Einerseits möchte Karl Lauterbach mit G7, G20 zusammen, dass das ein internationales Forschungsthema wird, deshalb natürlich auch mehr Geld reinfließt. Und auch aus Deutschland soll mehr Geld kommen für die in Deutschland eben stattfindende Forschung. Im Moment sind das ungefähr 40 Millionen, wenn ich das richtig sehe, die da veranschlagt sind. Ist das ansatzweise ausreichendes Geld für die Forschung, die da notwendig ist? Nein, das ist ein schöner Anfang, aber das reicht nicht. Also gerade solche Forschung, Medikamentenentwicklung, klinische Studien, das ist unfassbar teuer. Herr Lauterbach hatte ja auch zu Beginn seiner Regierungszeit eigentlich 100 Millionen Euro anvisiert. Das wäre schön gewesen. Da sind wir jetzt weit dahinter zurück. Er hat ja noch mal gesagt, er werde sich dafür einsetzen, doch im Haushalt noch mal Geld locker zu machen. Das ist ihm halt bislang nicht gelungen, auch wegen konkurrierender Dinge, Ukraine, Krieg, Energie, Krise etc. Aber das Geld wird nicht reichen. Das ist also jetzt erstmal ein Anfang, der unbedingt aufgestockt werden muss. Es gibt keine wirksamen Medikamente. Das liegt auch daran, dass es keine Medikamente gibt, die zugelassen sind, eben für die Erkrankung bei Post-Covid. Und da sind es ja ganz, ganz viele verschiedene Symptome. Vielleicht können Sie das einmal erklären, wenn man zuhört und jetzt nicht ganz so tief drin ist im Medizinfachjargon. Dann konnte man, glaube ich, ein paar Mal stocken und sich fragen, worüber wird da gerade gesprochen. Also es soll eine Kommission sich darum kümmern, dass der Off-Label-Use erlaubt wird und ausgeweitet wird. Vielleicht können Sie das mal erklären. Was gibt es für Medikamente, die eben im Moment nicht benutzt werden dürfen? Ja, also die schlechte Nachricht ist sozusagen, wir haben keine Medikamente wirklich gegen Long-Covid. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eben verschiedene Medikamente, die gegen verschiedene Symptomatiken von Long-Covid eben doch wirksam sind, wo man zumindest Ansätze sieht, dass man den Patientinnen und Patienten helfen kann. Zum Beispiel mit ihren Schlafstörungen, mit den Schmerzen, die sie oft durch Long-Covid haben, mit ihren Konzentrationsstörungen, ihren Kreislaufproblemen, dieser unendlichen Erschöpfung, die mit diesem Krankheitsbild bei vielen Patienten verbunden ist. Also es gibt Medikamente, die all diese verschiedenen Dinge adressieren, jedes Medikament etwas anderes und wo man aus Daten aus dem Ausland ahnt und auch aus Erfahrungen aus dem Inland, dass die eben helfen können. Nun sind die alle für andere Krankheiten zugelassen und da kommt man dann zu diesem Begriff Off-Label-Use. Man möchte Ärzten und Ärztinnen ermöglichen, dass sie diese Medikamente, obwohl sie eben gegen andere Krankheiten nur zugelassen sind, auch gegen Long-Covid einsetzen dürfen und das dann hoffentlich auch noch finanziert wird. Genau daran wird jetzt gearbeitet, dass eine solche Liste erstellt wird, wo es dann ganz klar heißt, diese Medikamente können helfen bei verschiedenen Symptomen und man darf und sollte sie als Arzt dann auch einsetzen. Das wäre tatsächlich ein Riesenfortschritt, weil so viele Patientinnen und Patienten bis heute unter den Möglichkeiten behandelt werden. Gerade auch, weil viele Ärzte gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil die Finanzierung nicht gesichert ist und weil es immer noch zu wenig spezialisierte Anlaufzentren gibt. Wie schnell kann denn so etwas dann gehen, wenn jetzt heute verkündet wird, wir wollen uns darum kümmern, eine Kommission soll sich darum kümmern, wie schnell können denn dann tatsächlich solche Medikamente zum Einsatz kommen? Das kann sehr schnell gehen, denn da geht es im Grunde nur um sozusagen um eine Bürokratie. Wir haben die Zulassung für andere Krankheitsbilder. Das ist ja ein großer, großer Schritt. Wenn ein Medikament eine Zulassung hat, heißt es ja schon mal, es kann grundsätzlich wirksam und sicher angewendet werden gegen diese Symptome. Und insofern, sobald tatsächlich das Bundesinstitut für Arzneimittel, Herrn Broch, haben wir eben in der Pressekonferenz gesehen, diese Liste absegnet, dann sind die Medikamente auch da und verfügbar, sofern sie auf dem internationalen Markt verfügbar sind. Also das ist tatsächlich ein bürokratischer Schritt, wo man sagen kann, das ist eine große, schnelle Hilfe für die Patientinnen und Patienten. Vielleicht noch zum Abschluss allgemein. Es sind verschiedene Maßnahmen gerade angesprochen worden, die jetzt umgesetzt werden müssen und sollen. Was ist aus Ihrer Sicht denn zwingend erforderlich, dass den Patienten von Long-Covid jetzt schnell auch geholfen werden kann?
Ja, was tatsächlich fehlt, sind Anlaufstellen. Nicht? Wir haben also die Forschung, das ist auch was sehr Wichtiges, das dauert aber eben, um dann tatsächlich nochmal neue Medikamente zu entwickeln. Was tatsächlich fehlt, sind die Anlaufstellen. Also so viele Betroffene sind ja völlig auf sich allein gestellt. Die haben vielleicht noch einen Zugang zu ihrem Hausarzt, ihrer Hausärztin. Da muss man sagen, hat es inzwischen auch viel Fortschritt gegeben. Viele Allgemeinmediziner, Hausärzte sind mittlerweile ganz gut informiert. Das sind aber natürlich keine Long-Covid-Spezialisten. Und da dieses Krankheitsbild so bunt und mannigfaltig ist, wäre es so gut, wenn man eben als Patient mit solchen Symptomen auch in eine Spezialambulanz gehen kann, wo dann die ganze Diagnostik durchgeführt wird. Das Herz genauso wie die Nerven angeschaut werden, wo man über seine Gedächtnisprobleme redet. Jemand weiß, wie man mit diesen Erschöpfungsdingen umgeht. Man braucht da eine bessere Verzahnung. Und das sehe ich bislang bei allen sicherlich auch guten Plänen, die da gerade gemacht werden im Bundesgesundheitsministerium. Das sehe ich im Moment nicht, dass das angepackt wird. Ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird, befürchte ich. Ganz herzlichen Dank, Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Danke Ihnen für die Einordnung dieser Pressekonferenz.